Dieser Film erklärt, wie der Mensch geschaffen wird und welche Stadien er durchlaufen muss, um geboren zu werden. In diesem Film geht es um Sie. Lassen Sie uns eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen. Schauen wir uns eine außergewöhnliche Geschichte an. Eine Geschichte voller Wunder. Sehen wir, was der Mensch einmal war. Eine einzelne Zelle im Mutterleib. Ein Ding, hilflos und schutzbedürftig, kleiner als ein Salzkörnchen. Auch sie bestanden einmal aus dieser einzigen Zelle, wie jeder auf der Welt. Dann teilte sich diese Zelle und es gab zwei Zellen. Die teilten sich wieder, nun gab es vier Zellen. Dann acht, dann 16 Zellen. Die Zellen teilten sich weiter, ein Stück Gewebe entstand. Dann nahm es Gestalt an. Es entwickelte Arme, Beine, Augen. Es wurde 100 Milliarden Mal größer als die ursprüngliche Zelle und 6 Milliarden Mal schwerer. Allah vollbrachte Wunder über Wunder und erschuf den Menschen, der einstmals nichts war als ein Wassertropfen. Allah offenbart die Erschaffung des Menschen mit folgenden Worten im Koran. Glaubt der Mensch etwa, unbeachtet gelassen zu werden? War er denn nicht ein Tropfen ausfließenden Samens? Dann war er als Embryo ein sich anklammerndes, und so schuf er ihn und formte ihn und machte aus ihm Mann und Frau als Paar. Hat er denn nicht die Macht, die Toten lebendig zu machen? Beschäftigt mit unserem alltäglichen Leben, sind wir uns die meiste Zeit nicht bewusst, dass eines der größten Wunder sich direkt vor unseren Augen abspielt. Das Wunder der Entstehung des Menschen. Das Wunder dieser Schöpfung beginnt im Körper einer Frau, in einem ihrer Eierstöcke, mit dem Heranwachsen einer Eizelle. Dieses heranwachsende Ei hat eine weite Reise vor sich. Es wird als erstes in den Eileiter gelangen, dann den langen Weg in ihm entlang wandern und endlich die Gebärmutter erreichen. Kurz bevor das heranwachsende Ei aus dem Eierstock entlassen wird, macht sich der Eileiter bereit, es aufzunehmen. Mit vorsichtigen Bewegungen lokalisiert der Eileiter die Eizelle. Der Eileiter findet die heranwachsende Eizelle
und zieht sie in sich hinein. So beginnt die Reise der Eizelle. Das Ei muss den ganzen Weg durch den Eileiter zurücklegen. Es besitzt jedoch keine Organellen, die ihm dazu dienen könnten, keine Flossen oder Füße zum Beispiel. Aus diesem Grund ist ein spezielles System für die Reise des Eis geschaffen worden. Millionen Zellen an der Innenwand des Eileiters sorgen dafür, dass das Ei die Gebärmutter erreicht. Diese Zellen besitzen an ihrer Oberfläche Flimmerhärchen, mit denen sie die Eizelle weiterreichen. Halten wir einen Moment inne. Diese winzigen Haare sind Teil eines hochintelligenten Plans. Sie sind genau dort angebracht, wo sie benötigt werden und genau in der Form, wie sie benötigt werden. In ihrem Zusammenwirken führen sie wellenförmige Bewegungen aus, alle in dieselbe Richtung. Würde ein Teil dieser Zellen ihre Funktion nicht ausführen oder in verschiedene Richtungen arbeiten, könnte das Ei sein Ziel nicht erreichen und die Geburt könnte nicht stattfinden. Allahs Schöpfung ist jedoch vollkommen und jede Zelle erledigt die ihr zugewiesene Funktion tadellos. Auf diese Weise gelangt die Eizelle genau zu dem Ort, der besonders für sie vorbereitet ist, in die Gebärmutter. Doch die Eizelle, die so sicher geleitet wurde, hat nur eine Lebenserwartung von 24 Stunden. Wird sie innerhalb dieser Zeit nicht befruchtet, stirbt sie ab. Um befruchtet werden zu können, ist eine lebenswichtige Substanz notwendig. Das Spermium eines männlichen Körpers. Das Spermium ist eine Zelle, die die Aufgabe hat, den genetischen Code des Mannes auf die Eizelle im Körper der Frau zu übertragen. Bei näherer Untersuchung sieht ein Spermium aus wie eine Maschine, die speziell für den Transport dieser Fracht geschaffen ist. Der Spermienkopf ist mit einer Art Panzerung versehen. Darunter liegt eine weitere, sehr harte Schicht, und erst darunter liegt die Fracht, die das Spermium zu transportieren hat. Diese Fracht besteht aus 23 männlichen Chromosomen. Alle Informationen über den menschlichen Körper, bis hinunter zum kleinsten Detail, sind in den Chromosomen abgelegt. Damit ein neuer Mensch entstehen kann, müssen die 23 Chromosomen des Spermiums mit den 23 Chromosomen in der Eizelle der künftigen Mutter zusammengebracht werden. So entsteht der erste vollständige Chromosomensatz, bestehend aus 46 Chromosomen, die den Ausgangspunkt der Entwicklung des Menschen bilden. Das Panzerungssystem des Spermienkopfes schützt die wertvolle Chromosomenfracht vor jeder möglichen Gefahr auf ihrer Reise. Doch das Design des Spermiums beschränkt sich nicht nur darauf. In seiner Mitte befindet sich ein leistungsstarkes Antriebsaggregat. Dieser Motor ist mit dem Schwanz des Spermiums verbunden. Die Kraft dieses Motors bewegt den Schwanz wie einen Propeller und ermöglicht dem Spermium eine schnelle Fortbewegung. Der Motor des Spermiums braucht Treibstoff, um zu funktionieren. Auch daran ist gedacht worden und ein hochenergetischer Treibstoff, Fruchtzucker, befindet sich in der Flüssigkeit, die das Spermium umgibt. Dergestalt ist die Treibstoffversorgung für die gesamte Reise, die das Spermium unternehmen wird, gesichert.
Dank dieses perfekten Designs bewegen sich die Spermien mit großer Geschwindigkeit zur Eizelle. Berücksichtigt man die Länge eines Spermiums und die zurückgelegte Distanz, so ergibt sich, dass das Spermium mit dem Tempo eines Schnellboots unterwegs ist. Die Produktion dieser wunderbaren Antriebsmaschinen wird auf meisterhafte Weise ausgeführt. In jedem Hoden, den Produktionsstätten der Spermien, befinden sich mikroskopisch kleine Schläuche mit einer Gesamtlänge von etwa 500 Metern. Das Produktionsverfahren in diesen kleinen Schläuchen ähnelt der Fließbandproduktion einer modernen Fabrik. Die Panzerung des Spermiums, der Antrieb und der Schwanz werden nacheinander eingebaut. Das Ergebnis ist eine Meisterleistung an Ingenieurkunst. Angesichts dieser Tatsachen sollten wir ein wenig nachdenken. Wie können diese bewusstseinslosen Zellen wissen, wie die Spermien auf ihre Aufgabe angemessen vorbereitet werden müssen? Trotz der Tatsache, dass sie nichts über den Körper der künftigen Mutter wissen. Wie haben sie gelernt, die Panzerung, den Motor und den Schwanz herzustellen, die das Spermium im Körper der Mutter brauchen wird? Woher kommt die Intelligenz, mit der sie diese Komponenten in der richtigen Reihenfolge zusammenbauen? Wie können Sie wissen, dass das Spermium Fruchtzucker benötigt? Wie haben Sie gelernt, einen Motor zu bauen, der mit Fruchtzucker betrieben wird? Es gibt nur eine Antwort auf all diese Fragen. Die Spermien und die Samenflüssigkeit, in der sie sich befinden, wurden von Allah geschaffen, um den Fortbestand der menschlichen Rasse zu sichern. Professor Dr. Cevat Babuna, ehemaliger Leiter der Gynäkologie- und Geburtshilfeabteilung der Medizinischen Fakultät der Universität Istanbul. Spermazellen werden im Körper des Vaters produziert, doch ihre Funktion erfüllen sie im Körper der Mutter. Und seit dem Beginn der Welt, also in der gesamten Menschheitsgeschichte, hatte noch kein Spermium die Möglichkeit, in den Körper des Vaters zurückzukehren, nachdem es seine Aufgabe im Mutterleib erfüllt hatte, und etwa den Zellen, die es zuvor produziert hatten, mitzuteilen, welchen Schwierigkeiten es begegnet war oder welche Aufgabe es erfüllt hatte. Wie aber kann die Spermazelle wissen, dass die genetische Fracht, die sie vom Körper des Vaters in einen anderen Körper trägt, der ihr später zum Leben verhilft, durch eine Panzerung geschützt werden muss? Wie kann das Spermium wissen, dass es später eine Membrane durchdringen muss und dass deshalb eine Reihe chemischer Waffen unter der Panzerung angebracht ist? Sie sehen also, dass die Struktur der Spermazelle und die Aufgaben, die das Spermium durchführt, unmöglich vom Zufall bestimmt sein können. Dies ist der klarste Beweis, dass Allah, der Schöpfer, das Spermium mit den Fähigkeiten versehen hat, die es benötigt, um seine Aufgaben in der bestmöglichen Weise zu erfüllen. Ve bu görevi nasıl mükemmel şekilde ifa ettiğinin en açık belirtisidir. Diese wunderbare Planung im Design des Spermiums ist selbst schon ein Wunder der Schöpfung. Tatsächlich macht Allah uns im Koran auf die Schaffung der Samenflüssigkeit, in der sich die Spermien befinden, aufmerksam. Wir erschufen euch. Warum wollt ihr dann die Wahrheit nicht annehmen? Was meint ihr? Was bei euch an Samen austritt, habt ihr es erschaffen oder sind wir die Schöpfer? Mehr als 250 Millionen Spermien werden auf ihren Weg zur Gebärmutter geschickt. Ihre Zahl ist absichtlich sehr groß,
denn sobald die Spermien den weiblichen Körper erreichen, sehen sie sich tödlichen Gefahren gegenüber. Die weiblichen Geschlechtsorgane enthalten eine Mischung verschiedener Säuren, um Bakterien abzuwehren. Diese Säuremischung ist auch für Spermien tödlich. Innerhalb weniger Minuten sind die Wände der Gebärmutter mit Millionen toter Spermien bedeckt. Einige Stunden später sind die meisten der 250 Millionen Spermien tot. Das Säuregemisch, das für die Gesundheit der Mutter absolut notwendig ist, könnte ohne weiteres alle Spermien, die in die Gebärmutter eindringen, abtöten. In diesem Fall könnte die Befruchtung des Eis nicht stattfinden und die menschliche Rasse würde aussterben. Doch Allah, der die Spermien erschaffen hat, hat auch Maßnahmen gegen die Gefahren vorgesehen, denen sie in der Gebärmutter ausgesetzt sind. Während der Spermienproduktion im Körper des Mannes wird der Flüssigkeit, die die Spermien enthält, eine basische Substanz hinzugefügt. Diese Substanz neutralisiert die Säure im Mutterleib teilweise. Dies ermöglicht einigen Spermien, die Gebärmutter zu passieren und den Eingang eines Eierstocks zu erreichen. Wie Sie bemerkt haben, wandern die Spermien alle in dieselbe Richtung. Doch wie finden Sie genau die richtige Richtung? Wie können Sie wissen, wo sich das Ei, nicht größer als ein Staubkorn, befindet? Die Spermien finden den Weg zum Ei, weil ein weiteres, perfekt geschaffenes biologisches System in Aktion tritt. Das Ei sondert einen chemischen Botenstoff ab, um die in diesem Moment etwa 15 cm entfernten Spermien anzulocken. Und die Spermien folgen diesem Signal direkt zum Ei. Man kann sagen, die Eizelle, die nichts über Spermien weiß und die nie zuvor mit ihnen in Kontakt gewesen ist, ruft sie zu sich. Zwei Zellen, einander völlig fremd, beginnen zu kommunizieren. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass Eizelle und Spermium in bestmöglicher Weise füreinander geschaffen worden sind. Am Ende erreichen etwa 100 Spermien das Ei. Doch das Rennen ist noch nicht vorüber. Nur ein einziges Spermium kann das Innere des Eis erreichen. Und so beginnt ein weiteres Rennen. Es gibt ein ganz besonderes Hindernis für die Spermien. Das Ei ist von einer harten Schutzschicht umgeben, die unerwünschte Mikroorganismen, die sich dem Ei nähern, abtötet. Diese Schutzschicht ist außerdem sehr schwer zu durchbrechen. Und wieder sind besondere Systeme für das Spermium geschaffen worden, um auch dieses Hindernis zu überwinden. Unter der Kopfpanzerung des Spermiums befinden sich versteckte Waffen in Form von kleinen Enzymsäcken. Die Enzyme lösen die Schutzschicht des Eis auf und das Spermium kann in diese Schicht eindringen. Während sich das Spermium in der Schutzschicht vorwärts bewegt, schleift sich seine Panzerung ab, um später vollständig auseinanderzufallen. Dies ist Teil eines perfekt funktionierenden Plans. Denn dadurch wird ein zweiter Satz von Enzymsäcken innerhalb des Spermiums freigelegt. Diese Enzyme befähigen es, sein letztes Hindernis zu überwinden, nämlich die Schale des Eis zu durchbrechen. Dies sind Bilder, aufgenommen durch ein Elektronenrastermikroskop. Die Panzerung des Spermiums ist rot gefärbt. Sie nutzt sich ab. Und das Spermium kann durch die Schale in das Ei eindringen. Das fehlerlose Konzept der Vereinigung von Spermium und Eizelle
ist jedoch hier noch nicht am Ende. Sobald das Spermium die Eierschale erreicht, geschieht ein anderes Wunder. Das Spermium wirft plötzlich den Schwanz ab, der es den ganzen Weg hierher gebracht hat. Das ist lebenswichtig, denn würde das Spermium dies nicht tun, so würde der sich ständig hin und her bewegende Schwanz mit in die Eizelle eindringen und sie zerstören. Dieses Ablegen des Schwanzes erinnert daran, wie eine Rakete ihre leeren Treibstofftanks absprengt, wenn sie die Erdatmosphäre verlässt. Doch wie kann das kleine Spermium solch eine feine Berechnung anstellen? Um dies zu können, müsste es wissen, dass es am Ende seiner Reise angekommen ist und daher seinen Schwanz nicht mehr braucht. Doch das Spermium ist eine bewusstseinslose biologische Maschine ohne jegliche Intelligenz und es kann seine Umgebung nicht wahrnehmen. Allah, der das Spermium geschaffen hat, schuf es mit einem System, das den Schwanz genau im richtigen Moment von seinem Zellkörper abfallen lässt. Das Spermium verliert seinen Schwanz, dringt in das Ei ein und lädt seine Chromosomen dort ab. Der Transport der genetischen Information ist damit abgeschlossen. Aufgrund des harmonischen Zusammenwirkens hunderter verschiedener und voneinander unabhängiger Systeme erreicht die genetische Information des Mannes die Eizelle. Wie wir gesehen haben, ist die Vereinigung von Spermium und Eizelle nur möglich dank eines perfekten Konzepts und perfekter Planung, die keinen Raum lassen für irgendeinen Zufall. Auch wenn es den Menschen nicht bewusst ist, die Intelligenz und der Plan, die den Vorgängen zugrunde liegen, die wir gesehen haben, sind klare Beweise, dass Menschen von Allah geschaffen werden. Dies ist eine Eizelle, die sich noch nicht mit einem Spermium vereinigt hat. Die genetischen Daten des Spermiums und der Eizelle existieren nebeneinander. Doch gleich wird eines der größten Wunder der Welt passieren. Zwei verschiedene Sätze genetischer Informationen werden sich vermischen und ein neuer Mensch wird entstehen. Und hier ist die Vereinigung erfolgt. Diese erste Zelle wird Zygote genannt. Es ist kaum zu glauben, aber diese Zelle enthält sämtliche Informationen über einen ungeborenen Menschen. Die Augen des ungeborenen Babys, seine Hautfarbe, seine Gesichtsform und alle anderen physiognomischen Eigenschaften sind hier kodiert. Und nicht nur sein Aussehen, auch das Skelett, die inneren Organe, die Haut, Blutgefäße und sogar die Beschaffenheit und die Anzahl der Blutkörperchen, die einmal in den Adern zirkulieren werden, sind hier festgelegt. Alles ist determiniert und niedergelegt in dieser Zelle. Die Eigenschaften des Menschen im Alter von 7 Jahren bis zu seinen Eigenschaften im Alter von 70 Jahren. Kurz nach der Befruchtung beginnt die Zelle mit einer weiteren überraschenden Aktion. Sie teilt sich und es entstehen 2 neue Zellen. Diese teilen sich wieder und nun sind es 4 Zellen. Die Konstruktion eines neuen Menschen hat begonnen. Doch warum entschließt sich die Zelle zur Teilung? Wieso hat sie die Aufgabe, einen neuen Menschen entstehen zu lassen? Wer gab der Zelle das dafür notwendige Wissen? Diese Fragen führen uns zur Existenz von Allah, dem Besitzer unendlicher Intelligenz und Macht, der uns geschaffen hat, die Welt, die Menschen in ihr, die Zellen in diesen Menschen und das gesamte Universum um ihn herum.
Hier sehen wir die Ansammlung sich kontinuierlich teilender und vermehrender Zellen auf ihrer Reise durch den Eileiter. Diese Zellansammlung wird Morula genannt. Während die Morula sich unermüdlich weiter vergrößert, passiert ein weiterer erstaunlicher Effekt. Einige Zellen beginnen andersartig zu wachsen. Die älteren Zellen befinden sich in der Mitte, sie werden eingeschlossen von neueren Zellen, die zu einer anderen Zellart heranwachsen. Kurze Zeit später werden die Zellen in der Mitte den Embryo bilden, die ersten Zellen des Babys, das geboren werden wird. Die äußeren Zellen werden die Plazenta bilden, die den Embryo ernähren wird. Dass Zellen unterschiedlich heranwachsen und sich entschließen, den Embryo oder die Plazenta zu bilden, wird von der wissenschaftlichen Welt als großes Wunder angesehen. Es gibt eine geheime Anweisung, die die Zellen sich so verhalten lässt. Etwa 4 Tage nach der Befruchtung erreichen die sich teilenden Zellen ein Areal, das speziell für sie vorbereitet wurde, die Gebärmutter. Um nicht vom Körper der Mutter abgestoßen zu werden, müssen sie sich in der Gebärmutter festsetzen. Doch der Embryo, der im Begriff ist zu entstehen, ist bisher nur ein runder Klumpen ähnlich strukturierter Zellen. Er hat keine Möglichkeit, an irgendetwas haften zu bleiben. Wie also hält er sich an der Gebärmutterwand? Auch dafür wurde gesorgt. Wenn die Zellen die Gebärmutterwand erreichen, nimmt ein spezielles System seine Arbeit auf. Was wir hier durch ein Elektronenrastermikroskop sehen, ist eine Morula, die die Gebärmutterwand gerade erreicht hat. Die Zellen an ihrer Außenseite sondern ein Enzym ab, das die Schleimhaut der Gebärmutterwand anlöst. Auf diese Weise setzt sich die Morula in der Gebärmutter fest und vermeidet, vom Körper abgestoßen zu werden. Die Anwesenheit dieser Zellen genau am richtigen Ort und ihre Fähigkeit, das notwendige Enzym abzusondern, beweisen einmal mehr die Perfektion der Schöpfung. Dank dieser vollkommenen Schöpfung vergräbt sich die Morula nun in der Gebärmutterwand. Die neue, lebende Kreatur, die nun zu wachsen beginnt, ist der Embryo. Diese Tatsache, entdeckt durch die moderne Wissenschaft, offenbart ein großes Wunder des Korans. Im Koran benutzt Allah das Wort Alaq, wenn er sich auf die erste Lebensphase im Mutterleib bezieht. Lies, im Namen deines Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem sich Anklammernden. Lies, denn dein Herr ist gütig. Alaq heißt auf Arabisch etwas, das sich anklammert. Das Wort wird sogar für bestimmte Parasiten benutzt, die sich auf der Haut festsetzen und Blut saugen. Der Koran, der uns offenbart wurde, als das menschliche Wissen über die Biologie noch sehr beschränkt war, benutzt hier ein Wort, das exakt den Embryo im Mutterleib beschreibt. Das beweist einmal mehr, dass der Koran das Wort Allahs ist. Zahllose einzellige Kreaturen leben auf diesem Planeten voller Leben. Diese Einzeller vermehren sich durch Teilung. Sie erzeugen exakte Kopien von sich selbst. Der Embryo, der sich im Mutterleib entwickelt, beginnt sein Leben auch als Einzeller. Und diese Zelle vermehrt sich,
indem sie Kopien von sich selbst anfertigt. Würde diese Situation andauern, wären die Zellen des Ungeborenen alle gleich. Und das, was später das Licht der Welt erblicken würde, wäre kein Mensch, sondern eine formlose organische Masse. Aber das passiert nicht, denn die Zellen sind nicht ohne Aufsicht. Ein paar Wochen, nachdem das Spermium und die Eizelle zusammengekommen sind, beginnen sie unterschiedliche Formen anzunehmen, offensichtlich einer geheimen Anweisung folgend. Hier werden wir Zeugen dieser Veränderung, die von allen Wissenschaftlern als Wunder beschrieben wird. Die bewusstseinslosen Zellen haben angefangen, die inneren Organe zu bauen, das Skelett und das Gehirn. In diesen beiden schmalen Spalten beginnen Gehirnzellen zu entstehen. Was wir hier unter dem Elektronenrastermikroskop sehen, ist der Beginn der Entwicklung des Gehirns. Die Hirnzellen werden sich rapide vermehren. Das Baby wird später mehr als 10 Milliarden Gehirnzellen besitzen. Hier sehen wir die Bildung der Hirnzellen. Jede Minute kommen 100.000 neue Zellen hinzu. Jede neue Zelle, die sich bildet, verhält sich, als wüsste sie, wo sie hingehört und mit welchen Zellen sie sich verbinden muss. Aus einer unendlichen Zahl von Möglichkeiten wählt sie nur die Verbindungen aus, die notwendig sind. Es gibt 100 Trillionen Verbindungen im menschlichen Gehirn. Um diese Trillionen Verbindungen fehlerfrei herzustellen, bedürfte es einer weit höheren Intelligenz, als wir Menschen sie besitzen. Die Zellen jedoch besitzen überhaupt keine Intelligenz. Dies alles gilt nicht nur für Hirnzellen. Jede der sich teilenden und vermehrenden Zellen des Embryos bewegt sich vom Ort ihrer Entstehung dorthin, wo sie ihre Funktion erfüllen wird. Und jede findet den Platz, der für sie geschaffen ist. Dort werden sie sich wiederum, wenn notwendig, mit anderen Zellen verbinden. Wer aber ist es, der diese Zellen, die sich ihrer selbst nicht bewusst sind, diesem intelligenten Plan folgen lässt? Professor Dr. Babuna beantwortet diese Frage. Wie ist es möglich, dass all diese Zellen zu ganz unterschiedlichen Orten wandern, als wenn sie plötzlich von irgendwoher eine entsprechende Anweisung bekommen hätten, die verschiedenen Organe zu bilden? Dies zeigt ganz deutlich, dass diese unbewussten Zellen, deren Genetik identisch ist und die nicht wissen können, wozu sie bestimmt sind, plötzlich einen Befehl von irgendwoher erhalten und daraufhin das Gehirn, das Herz und alle anderen Organe bilden. Das Heranwachsen im Mutterleib geht unaufhörlich voran. Einige der sich verändernden Zellen fangen plötzlich an, sich auszudehnen und wieder zusammenzuziehen. Hunderttausende dieser Zellen kommen zusammen und bilden schließlich das Herz. Dieses Herz wird ein Leben lang weiterschlagen. Gleich werden wir ein anderes Wunder sehen. Diese Zellen hier, die unabhängig voneinander angeordnet sind, sind die Zellen von Blutgefäßen, von Adern. Sie kommen plötzlich zusammen und verbinden sich miteinander. Und die Zellen formen die Blutgefäße. Schauen wir uns dieses großartige Bild noch einmal an. Wie haben diese Zellen gelernt, eine Ader zu bilden und wie bewerkstelligen sie das? Dies ist eine der Fragen, auf die die Wissenschaft noch keine Antwort gefunden hat. Die Zellen bilden später ein perfektes Leitungssystem ohne Risse oder Löcher darin. Die Innenseiten der Adern sind glatt
wie von Meisterhand gemacht. Dieses perfekte Adernsystem wird bald Blut in jeden Teil des Babykörpers transportieren. Die Länge des Adernsystems beträgt mehr als 40.000 Kilometer. Das ist fast so lang wie der Umfang der Erde. Die Entwicklung im Mutterleib geht weiter. In der fünften Woche werden die Arme und Beine des Embryos sichtbar. Diese Beule wird später ein Arm werden. Einige Zellen werden dann die Hände formen. Manche dieser Zellen werden bald etwas sehr Überraschendes tun. Tausende werden Selbstmord begehen. Warum bringen sich diese Zellen um? Die absterbenden Zellen haben eine wichtige Funktion. Die Körper der Zellen, die genau einer bestimmten Linie folgend absterben, werden für die Bildung der Finger benötigt. Die verbleibenden Zellen fressen die toten Zellen auf. Und dort, wo sich ihre Körper befunden haben, tauchen Leerräume auf. Diese Leerräume sind die Lücken zwischen den Fingern. Doch warum bringen die Zellen dieses Opfer? Wie kommt es, dass eine Zelle sich töten kann und infolgedessen das Baby Finger bekommt? Wie kann die Zelle wissen, dass ihr Tod einem solchen Zweck dient? All dies zeigt noch einmal, dass alle Zellen, aus denen der menschliche Körper besteht, von Allah geleitet werden. An diesem Punkt haben einige Zellen begonnen, die Beine zu formen. Die Zellen können nicht wissen, dass der künftige Mensch in der Außenwelt einmal laufen können muss. Trotzdem formen sie Beine und Füße für den Embryo. Hier sehen wir das Gesicht eines 4 Wochen alten Menschen. In diesem Stadium taucht eine Aushöhlung an jeder Seite des Embryokopfes auf. Kaum zu glauben, aber die Augen werden in diesen Höhlen wachsen. Die Entwicklung der Augen beginnt in der 6. Woche. Die Zellen arbeiten monatelang nach einem unglaublichen Plan und so entstehen die verschiedenen Teile des Auges. Einige Zellen bilden den Augapfel, andere die Pupille, wieder andere die Linse. Jede Zelle stellt die Arbeit ein, wenn sie den Teil des Auges hergestellt hat, für den sie vorgesehen war. Und das Auge, das aus 40 verschiedenen Komponenten besteht, ist eine fehlerlose Konstruktion. Auf diese Weise wird das Auge, das als der weltperfekteste Kamera angesehen wird, ins Dasein gebracht, im Mutterleib, aus dem Nichts. Es wurde daran gedacht, dass die Person, die einmal geboren werden wird, ihre Augen aufschlägt und eine Welt voller Farben sieht. Das Auge ist für diese Wahrnehmung in idealer Weise gestaltet. Die Geräusche, die der ungeborene Mensch einmal hören wird, und die Musik, der er einmal lauschen wird, wurden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Ohren, die die Musik einmal hören werden, bilden sich gleichfalls im Mutterleib. Diese Zellen formen das beste Klangwahrnehmungsorgan der Welt. Diese Szenen erinnern uns einmal mehr daran, dass unser Seh- und Hörvermögen große Segnungen sind, die Allah uns verliehen hat. Allah drückt es im Koran so aus: Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter als ganz und gar Unwissende hervorgebracht. Doch er gab euch Gehör und Gesicht, Verstand und Gemüt,
damit ihr dankbar wäret. Alle Informationen über die Entwicklung des Embryos im Mutterleib, mit denen wir uns bisher befasst haben, wurden durch wissenschaftliche Forschungen der vergangenen 30 bis 40 Jahre herausgefunden. Und diese neuen Informationen enthüllten weitere neue Wunder, die bereits im Koran beschrieben wurden. Bis vor kurzem glaubte man, die Knochen würden gleichzeitig mit den Muskeln gebildet. Doch neueste Forschungen enthüllten eine Tatsache, die den Menschen nicht bewusst war. Zuerst entwickeln sich die Knochen des Embryos, erst danach bildet sich das Muskelgewebe. Interessant daran ist, dass dies bereits vor 1400 Jahren im Koran offenbart wurde. Dann machen wir den Tropfen zu etwas, das sich einnistet, und das sich Einnistende zu einer Leibesfrucht, und formen das Fleisch zu Gebein und bekleiden das Gebein mit Fleisch. Dann bringen wir dies als eine weitere Schöpfung hervor. Gesegnet sei Allah, der Beste aller Schöpfer. Andererseits haben wissenschaftliche Forschungen, die sich mit der Geburt des Menschen befassen, ergeben, dass ein Baby im Mutterleib drei verschiedene Stadien durchläuft. Dies ist in dem Lehrbuch Basic Human Embryology folgendermaßen beschrieben. Das Leben in der Gebärmutter verläuft in drei Phasen. Präembryonal, die ersten 2,5 Wochen, embryonal, bis zum Ende der 8. Woche und fötal, von der 8. Woche bis zur Geburt. Diese Information, die durch Einsatz modernster Technologie und jahrelange Forschung gewonnen wurde, ist schon im Koran gegeben worden, vor mehr als 1400 Jahren. Die drei Phasen im Mutterleib werden im Koran so beschrieben. Er erschafft euch in den Schößen eurer Mütter, Schöpfung nach Schöpfung, durch drei Finsternisse. So ist Allah euer Herr. Sein ist das Reich. Keinen Gott gibt es außer ihm. Wie könnt ihr euch dann abwenden? Was wir hier sehen, ist ein medizinisches Gerät, der letzte Stand der Medizintechnik. Es ist ein Lebenserhaltungssystem, an das Patienten auf der Intensivstation angeschlossen werden. Doch dieses ganze Zimmer voll medizinischer Hightech muss passen beim Vergleich mit einem wesentlich besseren biotechnologischen System. Dieses überlegene System ist die Plazenta, die den Embryo im Mutterleib umhüllt und all seine Bedürfnisse erfüllt. Die Plazenta ist alles in einem. Nierendialysemaschine, Herz-Lungen-Maschine und künstliche Leber. Sie übernimmt alle diese Funktionen gleichzeitig und ihre wunderbare Konstruktion ermöglicht das Leben von Mutter und Baby. Die Zellen, aus denen die Plazenta besteht, unterscheiden Nahrungspartikel von Millionen anderer Moleküle im Mutterblut und sorgen dafür, dass die Nahrung das Baby erreicht. Eine andere Aufgabe der Plazenta ist es, das Baby zu schützen. Die Abwehrzellen im Körper der Mutter streben zur Gebärmutter, um den wachsenden Embryo anzugreifen. Doch die Zellen auf der äußersten Schicht der Plazenta bilden einen Filter zwischen den Blutgefäßen der Mutter und dem Embryo.
Diese Schicht ist durchlässig für Nährstoffmoleküle, aber nicht für Immunabwehrzellen. Würde ein Mensch den heranwachsenden Embryo versorgen müssen und nicht die Plazenta, würde der Embryo nur wenige Minuten überleben. Die Menschen besitzen weder die Kenntnisse noch die Technologie, die sich verändernden Bedürfnisse eines Embryos zu befriedigen. Nur die Plazenta verfügt über ausreichend entwickelte Fähigkeiten, diese Funktion auszuführen. Die Nabelschnur ist die Verbindung zwischen dem Baby und dem Körper der Mutter. Sie wird nach der Geburt durchtrennt und weggeworfen. Die Nabelschnur ist ein Wunder an Ingenieurkunst. Sie führt 9 Monate lang lebensnotwendige Aufgaben durch. Sie enthält eine Arterie und 2 Venen. Die Arterie bringt dem Embryo Nahrung und Sauerstoff. Deswegen ertrinkt der Embryo nicht, obwohl er von Flüssigkeit umhüllt ist und seine Lunge mit Wasser gefüllt ist. Er lebt, obwohl sein Verdauungssystem noch nicht vorhanden ist und er noch nicht essen kann. Die Venen transportieren Stickstoff und Abfallstoffe aus dem Babykörper. Weder die Mutter noch der Embryo sind sich dieser Systeme und Prozesse bewusst. Jedoch Allah, der beide vollkommen geschaffen hat, hat auch alle notwendigen Maßnahmen für das Leben des Embryos getroffen. Im Verlauf der Monate nimmt das Baby im Mutterleib Gestalt an und wächst. Es schickt sich an, den Schritt in die Außenwelt zu tun. Die Zeit ist nun reif für das letzte Stadium, die Geburt. Doch es wartet eine ernste Gefahr auf das Baby im Mutterleib. Bei der Geburt muss es die Beckenknochen der Mutter passieren. Dabei wird der Kopf des Babys durch diesen engen Bereich gequetscht und einem großen physischen Druck ausgesetzt. Und wieder ist eine besondere Vorsichtsmaßnahme ergriffen worden, um die Gesundheit des Babys zu schützen. Die Schädelknochen eines Neugeborenen sind weich. Außerdem sind die Schädelknochen noch nicht miteinander verzahnt, wie bei Erwachsenen. Aus diesem Grund können die Schädelknochen bei der Geburt gegeneinander verschoben werden, sodass der Schädel während des Pressvorgangs nicht brechen kann. Auf diese Weise wird das Baby gesund geboren. Und sein Schädel und sein Gehirn nehmen keinen Schaden. In den folgenden Monaten festigt sich der Schädel und das Baby kann gesund leben. Die Entwicklungsstadien, die wir in diesem Film gesehen haben, musste jeder Mensch auf der Welt durchlaufen. Jeder wurde zunächst als Spermium in den Mutterleib geschleudert, konnte sich dank der besonderen Bedingungen dort mit der Eizelle vereinigen und begann sein Leben als Einzeller. Bevor er nur die leiseste Idee seiner eigenen Existenz hatte, hatte Allah dem Körper bereits seine Form gegeben und er schuf ein Menschenwesen aus einer einzigen Zelle.
Es ist die Pflicht eines jeden Menschen, diese Tatsache zu bedenken. Und es ist deine Pflicht zu bedenken, wie du entstanden bist und Allah dankbar zu sein. Vergiss niemals, dass unser Herr, der unsere Körper einmal schuf, uns nach unserem Tod wieder erschaffen wird. Und er wird uns fragen, was wir mit den Segnungen, die er uns verliehen hat, getan haben. Jene, die ihre eigene Schöpfung vergessen und das Leben nach dem Tod bestreiten, unterliegen einer schlimmen Täuschung. Allah spricht im Koran über diese Menschen: Will der Mensch denn nicht wahrhaben, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschufen? Und siehe da, er hält sich für unseren kompetenten Widersacher. Und er stellt mit uns Vergleiche an und vergisst dabei, dass er selbst eine Schöpfung ist. Er spricht: Wer belebt die Gebeine, wenn sie zerfallen sind? Sprich: Leben wird ihnen der wiedergeben, welcher sie zum ersten Mal erschuf. Denn er kennt jegliche Schöpfung.